Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Schriller fragt. Ich bin Felix, das ist Carlo und heute sitzt bei uns Frau Petra Pau. Frau Pau, möchten Sie sich für die Zuschauer einmal selber vorstellen? Ja, mein Name ist Petra Pau, ich bin direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Meine Pro-Themen sind Bürgerrechte und Demokratie, meine Kontrathemen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Außerdem darf ich inzwischen als dienstältestes Präsidiumsmitglied im Deutschen Bundestag eben dieses hohe Amt als Vizepräsidentin des Bundestages ausüben. Im Moment, ist kein Geheimnis, sind wir alle Tag aus Tag ein unterwegs und werben für die Demokratie, nämlich dafür, am 26. September zur Wahl zu gehen und den 20. Bundestag zu wählen, das 19. Berliner Abgeordnetenhaus und in allen Berliner Bezirken auch die Bezirksparlamente, die Bezirksverordnetenversammlung. Ja, für mich ist es auch meine erste Wahl im September, davor freue ich mich natürlich sehr. Und dann würden wir gleich mit den Fragen einsteigen. Richtig. Da fängt Carlo an. Genau, die erste Frage, Stichwort Corona-Politik. Würden wir anfangen? Wir sind gerade bei ungefähr mehr als 50% sind doppelt geimpft, also vollständig geimpft. Die Zahlen steigen trotzdem noch weiter an. Wie sollen Geimpfte in einem potenziellen weiteren Lockdown behandelt werden? Also zuallererst sollte es darum gehen, Bürgerrechte sind keine Gnade, sondern Bürgerrechte müssen gelten für Geimpfte wie Ungeimpfte, was nicht heißt, dass es nicht Einschränkungen geben kann, um sich und seine Umwelt zu schützen. Im Übrigen ist es eine Illusion, dass jemand, der zweimal geimpft ist, ich bin es auch inzwischen, nicht ansteckend sein kann. Deswegen halte ich es wirklich für groben Unfug und sozial ungerecht, dass die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten meinen, ab Oktober beispielsweise keine kostenlosen Tests mehr anbieten zu wollen für Ungeimpfte. Ich finde, Verantwortung sieht anders aus. Auch ich teste mich regelmäßig, damit ich nicht unwissentlich beispielsweise ins Pflegeheim oder auch in die Schule, wenn ich zur Debatte ans Gymnasium hier komme, gegebenenfalls Erreger einschleppe. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer geimpft ist, hat natürlich die Möglichkeit, entsprechend an Veranstaltungen und anderen teilzunehmen. Andere werden sich testen müssen und nachweisen müssen, dass sie im Moment gerade nicht infektiös sind. Danke, dann würden wir gleich weitermachen mit der Außenpolitik. Frau Pau. Soll sich Deutschland stärker an NATO einsetzen oder amerikanischen Auslandsstationierungen beteiligen? Wenn ja, sollte Deutschland mit Hilfe der 2%-Marke aufrüsten, um angemessene Hilfsleistungen zu stellen und eine eigene Verteidigung zu sichern? Ich bin Mitglied der Linken, der einzigen Partei, die im Deutschen Bundestag bisher keinem Krieg zugestimmt hat oder, wie es beschönigend an vielen Stellen heißt, Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Wir sind hier gerade in einer sehr bewegten Zeit und ich weiß noch, wie es am 11. September 2001 war, als es die furchtbaren Anschläge in den USA gegeben hat und noch in der Nacht die NATO den Bündnisfall ausgerufen hat und die Bundeswehr am nächsten Tag in den Krieg nach Afghanistan geschickt wurde. 20 Jahre später, was haben wir? Wir haben nicht erreicht, dass der Terrorismus besiegt ist. Wir haben nicht erreicht, dass Frauen und Mädchen jetzt eine Perspektive dort haben, dass dort demokratische Strukturen geschaffen wurden. Ich bin der festen Überzeugung, mit Krieg ist das nicht zu erreichen. Daraus folgt auch, dass perspektivisch die NATO tatsächlich abgelöst werden muss durch ein kollektives Sicherheitsbündnis. Und welchen Beitrag dann die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr leisten, ist unter diesen Voraussetzungen zu prüfen. Das 2%-Ziel, also 2% des Bruttoinlandsprodukts in Aufrüstung zu stecken, halte ich für völlig falsch. Danke für Ihre Antwort. Carlo, mach weiter. Nächste Frage. Wir springen zum Thema Mietendeckel. Wir haben dazu letzte Woche mit der Lisa Paus und den Grünen darüber gesprochen. Sie hat den Mietendeckel als erstmal kurzfristige Lösung angesehen, hat gesagt, man müsse auch weiter bauen. Die SPD hat dann noch einen ganz anderen Weg. Sie sagen, sie möchten vor allem die Mieten nur steigen lassen, wenn die Inflation steigt. Sie möchten auch einen sogenannten Mietenstopp da den mehr einführen. Die Frage jetzt nun, wie steht die Linke zum Thema Mietendeckel? Es ist schade, dass der Mietendeckel in Berlin an Kompetenzen oder nicht vorhandenen Kompetenzen gescheitert ist. Die Schlussfolgerung kann für mich nur sein, bundesweit
für einen Mietendeckel zu kämpfen. Wir haben nicht nur in Berlin die Situation der rasant steigenden Mieten und der Situation, dass viele gar keine bezahlbare Wohnung mehr finden. Ich höre das von jungen, gerade ausgebildeten Bundespolizistinnen und Polizisten, die in München eingesetzt werden oder in Frankfurt oder in Hamburg, dass sie mit ihrem Einstiegsgehalt sich überhaupt keine Wohnung in diesen Metropolen leisten können. Ich höre das von gerade fertig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, dass sie nicht ihren Arbeitsplatz entsprechend einnehmen können, weil sie eben keine Wohnung finden oder aber ganz weit pendeln müssen. Und ich höre das von vielen anderen. Und Sie sind ja auch in einem Alter, wo man vielleicht darüber nachdenkt, wann man zu Hause auszieht oder seine erste Wohnung entsprechend sich sucht. Also der Mietendeckel ist erstmal eine kurzfristige Entlastung, wenn er dann kommt. Aber wir brauchen etwas anderes noch. Es wurde unter Rot-Grün einer Bundesregierung die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau als Ziel in der Bundesrepublik abgeschafft. Man glaubt es ja gar nicht, dass ich mal den Bundeskanzler Helmut Kohl von der CDU loben würde, weil da wurde damals so etwas noch gemacht oder unter Norbert Blüm, dem damaligen Minister. Wir wollen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, das heißt sowohl der Bund als auch die Länder müssen bauen. Und zwar bezahlbar bauen und diese Sozialbindung der Wohnungen muss langfristig erhalten werden, weil sonst haben wir alle paar Jahre, wenn diese Wohnungen aus der Bindung herausfallen, wieder die Situation, dass die Mieten hochschnellen und die Mieterinnen und Mieter, für die diese bezahlbaren Wohnungen gebaut wurden, dann sich etwas Neues suchen müssen. Also eine Kombination. Gemeinnützigkeit, Förderung von Genossenschaften im Übrigen, um noch ein aktuelles Stichwort aufzunehmen, und gleichzeitig Mieten deckeln, um erst einmal Entlastung zu schaffen. Alles klar, da sehen die Grünen, Linken und auch die SPD sich in vielen Hinsichten auch sehr einig. Das finde ich super. Und dann machen wir die nächste Frage weiter, Felix. Weiter. Wir sind Schüler. Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Generation. Wie wollen Sie und Ihre Partei eine stetige Erderwärmung verhindern, ohne die Wirtschaft so zu limitieren, dass sie den Fortschritt bremst? Ja, aber erstmal die Frage zu beantworten, was ist überhaupt Fortschritt? Ist zügelloses Wachstum Fortschritt? Ich sage nein, weil das bringt uns noch einen Schritt der Katastrophe näher. Und deshalb, wir sind hier die letzte Generation, wenn wir unterschiedlichen Generationen da sind, aber wir sind die Letzten, die die Katastrophe überhaupt noch verhindern können, was nicht heißt, dass wir nicht schon die Auswirkungen spüren. Und die Linke sagt ganz deutlich, ja, wir brauchen den ökologischen Umbau und es ist übrigens auch im Interesse der Wirtschaft, sich auf zukunftsträchtige Technologien zu konzentrieren. Es ist im Interesse der Wirtschaft, im Interesse von uns allen, wenn wir beispielsweise in Wissenschaft und Forschung investieren, um überhaupt Zukunft an dieser Stelle zu schaffen. Und wir müssen unsere eigene Lebensweise tatsächlich überdenken. Damit wird die Linke nicht das Auto verbieten. Wir sitzen hier gerade in einem Randbezirk außerhalb des S-Bahn-Ringes. Und viele Menschen sind aus unterschiedlichsten Gründen im Moment auf das Auto angewiesen. Ich möchte aber einen so attraktiven öffentlichen Nahverkehr, eine so attraktive öffentliche Infrastruktur nicht nur im Verkehr, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen, dass ich hier wohnortnah Ärztinnen und Ärzte genauso erreichen kann wie kulturelle Angebote und anderes, so dass irgendwann sich bis auf wenige Ausnahmen die Frage stellt, wozu ist das eigentlich noch gut, dass mein Auto auf dem hart erkämpften Parkplatz hier herumsteht, obwohl ich es fast gar nicht mehr brauche. Ja, klingt plausibel. Dann mache ich weiter. Durchsetzung der Gleichberechtigung oder Einschränkung der Meinungsfreiheit. Frau Pau, soll es eine Pflicht zum Gendern geben? Sie reden jetzt von der Sprache oder wovon reden wir jetzt? Von der Sprache. Ja, da haben Sie bei der ausgebildeten und leidenschaftlichen Deutschlehrerin einen Punkt erwischt. In amtlichen Dokumenten und anderem soll aus meiner Sicht konsequent gegendert werden. Als Autorin, sage ich mal, nutze ich die mir zur Verfügung stehenden Formen, um niemanden zu diskriminieren, auch wenn es dann manchmal zu einer Aufzählung von Menschen kommt, indem ich die weibliche, die männliche Form verwende und an bestimmten Stellen auch deutlich mache, dass mir völlig klar ist, dass es Menschen gibt, die sich noch ganz anders empfinden und dass ich sie genauso respektiere. Mhm. Ist klar.
Dann mache ich weiter. Nächste Frage. Wir springen zur Bildung. Im Wahlprogramm der Linken ist unter anderem von einem inklusiven Bildungssystem die Rede. Erstmal ist die Frage, vor allem für die Schülerinnen und Schüler da draußen, was können wir uns unter einem inklusiven Bildungssystem vorstellen? Langes gemeinsames Lernen von allen und Zugang für alle, ganz egal, wie sie individuell die Voraussetzungen mitbringen, um den heutigen Anforderungen des Bildungssystems zu entsprechen, dass sie teilhaben können. Weil Bildung ist nicht nur der Erwerb von Wissen, beziehungsweise das Erlernen, wie kann ich Wissen entsprechend generieren, sondern Bildung ist auch soziales Lernen, ist auch Respekt vor den anderen, ganz egal, ob sie körperlich oder in anderer Weise bestimmten Einschränkungen, die ausgeglichen werden müssen, unterworfen sind, oder ob sie andere Probleme haben, die vielleicht durch individuelle Förderung kompensiert werden müssen, damit sie teilhaben können. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt, und ich sage das auch mit Blick auf die Ausstattung der Schulen, aber schon mit Blick auf die Baupläne. Wir sind ja im Moment gerade in einem Schnellbauprogramm, nicht nur von Schulen, sondern auch von Turnhallen beispielsweise oder anderen Einrichtungen. Wenn hier nicht von vornherein Barrierefreiheit in unterschiedlicher Weise, damit meine ich nicht nur die Möglichkeit, ob nun mit einem Rollstuhl oder wie auch immer, in die Räume zu kommen, sondern beispielsweise auch zu hören, zu sehen oder Assistenz zu bekommen, um die Dinge, die rund um mich herum passieren, wahrnehmen zu können. Wenn das nicht von vornherein mitgedacht wird, wenn das nicht auch bei der Personalausstattung und bei den Berufen, die an einer Schule Platz haben, das sind eben nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und die Schulsekretärin, sondern das sind eben weitere Personen, wenn das nicht mitgedacht wird, ausgebildet wird, dann werden wir keine inklusive Schule bekommen. Das zeigt auch, das ist ein relativ langer Weg. Und um das auch gleich zu sagen, ich hatte in meiner Sprechstunde gerade besorgte Fragen von Eltern, die ihre Kinder an einer Förderschule haben. Es wird sicherlich immer einen kleinen Teil an Menschen geben, die in besonderer Weise nicht nur eine Förderung brauchen, sondern auch behütet sein müssen, um ihre Ziele und ihren Platz im Leben zu finden. Ich will aber keinen Automatismus, dass jemand, der seelisch oder körperlich an bestimmten Stellen eingeschränkt ist in der Teilhabe, ihm gesagt wird, du musst von vornherein in einer Sondereinrichtung, in die Kita gehen, in die Schule gehen, und dann womöglich ist der Lebensweg schon vorgeprägt. Du wirst auch keinen Beruf in dem Sinne erlernen, sondern du wirst dann in einer Werkstatt vielleicht tätig sein, wo du nicht mal ein ordentliches Gehalt bekommst. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Also Inklusion beginnt nicht erst in der Schule, sondern sehr viel früher. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich mit unserer letzten Frage für heute weitermachen. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld laut dem linken Wahlprogramm ersetzt werden. Wie sieht dieses Bürgergeld aus und wie setzt es sich vor allem von Hartz IV ab? Da muss ich jetzt in die Geschichte zurück. Ich weiß, das liegt weit zurück. Am 19. Dezember 2003 wurde im Deutschen Bundestag ein Gesetz beschlossen. Im Volksmund wird es Hartz IV genannt. Wir haben damals schon gesagt, das ist Armut per Gesetz. Inzwischen ist eine ganze Generation unter solchen Bedingungen herangewachsen. Weil das ist ja nicht nur die Alimentierung von Menschen, die eben von ihrem Lohn nicht leben können oder aus welchen Gründen auch immer arbeitssuchend sind und keinen Arbeitsplatz haben, sondern dieses Gesetz schränkt Bürgerrechte und Demokratie aus meiner Sicht in unzulässiger Weise ein. Keiner, der ein Auskommen hat, würde offenlegen müssen, mit wem er sich wann wo trifft und wer bei ihm übernachtet. Keiner würde in Haftung genommen als Kind für seine Eltern und umgekehrt, wenn er ein entsprechendes Auskommen hat. Wir sind der Auffassung, dass Artikel 1 des Grundgesetzes entweder für alle gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt eben nicht Armutslöhne, das heißt auch nicht Hartz IV mit all den bürgerrechtlichen Einschränkungen, sondern das heißt tatsächlich eine Grundsicherung, die sanktionsfrei allen zur Verfügung gestellt wird. Sagen wir aktuell, wenn wir uns die aktuelle Pfändungsgrenze
ansehen, wären das 1.300 Euro. Ich kann, das würde jetzt Ihren Rahmen hier sprengen, Ihnen nicht das Steuerkonzept der Linken in allen Einzelheiten jetzt hier aufblättern. Und aber ich kann Ihnen sagen, es geht einerseits um Umverteilung, um die Bekämpfung von schreiender Ungerechtigkeit. Selbst in der Corona-Pandemie sind die reichsten Deutschen noch einmal sehr viel reicher geworden und werden noch immer nicht mit Steuern, die mal erfunden wurden, um in eine Gesellschaft zu steuern, tatsächlich entsprechend ihrer Stärke zur Verantwortung gezogen. Ich persönlich, damit konnte ich mich in meiner Partei noch nicht durchsetzen, sage ich auch, bin Anhängerin eines bedingungslosen Grundeinkommens, tatsächlich für jede Frau, jeder Mann. Oft wird mir dann entgegengehalten, naja, ich würde ja dann auch arbeiten gehen, aber die anderen nicht. Ich halte das für Unsinn. Das wäre ein Schritt zur Emanzipation und die Möglichkeit, dass Menschen sich unabhängig von auch wirtschaftlichen Nöten und Armut gegebenenfalls über ihre berufliche Tätigkeit hinaus oder was sie auch immer sonst tun, für die Gesellschaft engagieren, weil sie nicht darüber nachdenken müssen am Monatsende, dass zu viel Monat übrig ist, aber kein Geld. Danke, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, da würde ich sagen, beenden wir das Interview an dieser Stelle. Vielen Dank, Frau Paul, dass wir hier sein durften. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr auf unserer Playlist auf unserer Website schriller.online alle Videos sehen. Wir werden noch Videos mit Kevin Kühner von der SPD machen und auch von der CDU und FDP sind noch Leute eingeladen. Wir bedanken uns, Frau Paul, wir bedanken uns bei den Linken, dass wir hier sein durften und bis dann. Tschüss. Tschüss.